Und damit ein herzliches Willkommen zurück an dich zu einem neuen Tutorial. Ja, heute gucken wir uns mal ein bisschen was aus der Ecke Professional an. Und zwar, wie setze ich unter Windows Server eine Domäne auf und wie kriege ich die Clients da rein? Ja, dazu haben wir hier einmal einen Windows Server 2016, der soll die Domäne danach stellen. Und hier oben haben wir hier nochmal einen Windows 10 Client, der soll in die Domäne dann rein und in der dann als ganz normales Domainmitglied arbeiten und sich die entsprechenden Domainbenutzer hier auch anmelden können. Ja, als erste Amtshandlung sollten wir uns mal den Namen angucken, denn den werden wir nachher ein paar Mal brauchen. Es macht relativ viel Sinn, es ist nicht zwingend notwendig, macht aber Sinn, den Rechner umzubenennen bzw. den Server. Wenn wir nochmal hier auf den Windows 10 Rechner gucken, der heißt genauso kryptisch, das sind einfach die Namen, die Microsoft bei der Installation anlegt. Auf dem Windows 10 Rechner werde ich das so lassen, auf dem Windows Server Rechner bzw. auf dem Rechner-Server, der dann der Domain-Controller werden soll, werde ich das Ganze einmal ändern. Klicken wir hier einmal auf Ändern und benennen ihn hier einfach um. Ich nenne das einfach mal DC01 für Domain Controller 01, denn du weißt ja, vielleicht es gibt mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel, dass man auch zwei Domain Controller hat, wenn einer mal ausfällt. Die Arbeitsgruppe hier unten lassen wir noch, klicken einfach auf OK und werden dann jetzt auch schon dazu aufgefordert, den Server einmal neu zu starten. So, das können wir zumachen, das machen wir auch zu und dann starten wir den Server einmal neu. Ja, nach dem Neustart gehen wir nochmal kurz in die Systemsteuerung und gucken mal, ob der Name auch übernommen wurde. Genau, das passt. Wir sehen es, dieser Rechner heißt es DC01. Das ist soweit in Ordnung, aber wie gesagt, du musst ihn auch nicht umbenennen. Es ist nur relativ sinnvoll, das auch zu tun. Ja, als nächstes sollten wir uns für diesen Server eine feste IP-Adresse besorgen. Wenn wir hier mal gucken, aktuell wird das noch per DHCP zugewiesen. Wenn wir hier mal gucken, DHCP-Server ist hier. Und das müsste hier auch hier oben DHCP aktiv, ja. Wir sind hier in diesem Netz 192.168.5.0/24. Wichtig ist, der Client sollte in dem gleichen, beziehungsweise sollte nicht, ja, muss nicht unbedingt in dem gleichen Netz sein, er muss aber dann diesen Server hier sehen, beziehungsweise pingen können. Für den Server an sich ist es allerdings sinnvoll, eine feste IP-Adresse zu setzen. Das machen wir hier jetzt einfach mal. IPv6 schalte ich in dem Zug auch gleich mal mit aus. Das wird hier sowieso nicht genutzt. Und dann geben wir uns hier mal eine feste IP-Adresse. Nehmen wir die 5.100. Da ist, glaube ich, nichts. Das Standard-Gateway ist die 1.254. Müsste das, glaube ich, sein. Können wir hier nochmal kurz spicken, was denn per DHCP so verteilt wird. Okay, Standard-Gateway doch nicht die 254, sondern die .1. Schalten wir wieder um, ändern das hier noch ab auf die hinten auf, aber nicht .1, sondern .5, .1. So, jetzt passt das Ganze, können wir speichern, mit OK bestätigen. Warten wir, bis wir hier oben unser Internet wieder zurückbekommen. Genau, jetzt haben wir hier keinen Internetzugriff, das ist noch in Ordnung. Das Ganze kommt daher, wir können es nochmal öffnen. Da wir hier im Moment noch keinen DNS-Server eingetragen haben, das brauchen wir im Moment auch noch nicht, da wir den nachher auf dem Server sowieso mit installieren müssen. Gut, können wir das alles schließen und öffnen mal den Windows-eigenen Server-Manager. Wenn man sich nicht verschreibt, hier haben wir einmal den Server-Manager, den einmal starten. Und dann jetzt erstmal warten, bis er hier oben mit seinem durchlaufenden Balken fertig ist. So, ich glaube, er ist soweit fertig. Können wir hier oben auf Verwalten und Rollen und Features hinzufügen. Das dann einmal durchklicken, das können wir alles so lassen, hier den Server auswählen, wenn hier überhaupt mehrere drin stehen. Ja, was wir jetzt brauchen, ist hier der Active Directory Domain Dienste, da fügt er auch noch gleich einiges mit hinzu, einfach Feature hinzufügen. Den Rest brauchen wir nicht unbedingt, du kannst es natürlich mit dazu nehmen. Was wichtig ist, was wir brauchen, ist der DNS-Server, ohne DNS-Server keine Domäne, da kommen wir aber nachher noch zu. Die zwei Haken setzen, den Rest einfach übernehmen, hier mit weiter durchklicken, hier brauchen wir nichts installieren. Das wird alles automatisch gesetzt. Hier das nochmal bestätigen und dann hier unten auf Installieren klicken. Das Ganze kann jetzt eine kleine Zeit dauern. Ja, während der hier installiert, kümmern wir uns einmal noch ein bisschen um die Benutzerkonten, denn das AD Administrator-Kennwort wird das Kennwort werden, was der lokale Administrator hier drauf verwendet. Gehen wir hier einmal auf die Benutzerkonten, sagen hier anderes Konto verwalten. Ich bin hier aktuell nicht mit dem Administrator-Build-In-Konto angemeldet. Wählen das einmal aus, sagen hier Kennwort ändern und setzen hier jetzt einmal ein, ja doch, eher komplexeres Kennwort, da das auch das ist, was die Benutzer bzw. die Administratoren dann brauchen. Machen wir hier ADPW, das passt schon.
können wir das wieder schließen und warten jetzt mal weiterhin, während die Installation hier noch vor sich hin tuckert. Ja, nach der Installationszeit, die jetzt hier ungefähr 3 Minuten gedauert hat, sehen wir hier unten werden diese Kacheln schon mal wesentlich mehr und hier oben steht Konfiguration erfolgreich, die Installation auf die 10.01 bzw. auf dem Servernamen, den wir vorher vergeben haben, war erfolgreich. Klicken hier unten auf Schließen, dann haben wir hier oben auch schon unser kleines Dreieck, da klicken wir mal drauf, denn hier müssen wir den Server jetzt zu einem Domain-Controller heraufstufen. Hier können wir jetzt auswählen, was wir machen möchten. Wenn ihr schon eine Domäne habt und ihr möchtet einen zweiten Domain-Controller hinzufügen, passt das obere. Wir haben eine komplett neue Domäne, also haben wir unten neue Gesamtstruktur. Jetzt brauchen wir hier den Namen der Domäne. Unter dem werden die Rechner dann auch verwaltet. Ich nenne das jetzt einfach mal in Anspielung auf meinen Kanalnamen cg.local. Klicken hier auf Weiter. Dann müssen wir hier jetzt die Funktionsebenen auswählen. Das können wir alles so lassen, das wird nur relativ interessant, wenn ihr zwei Domain-Controller habt, wo einer von mir aus noch mit Windows Server 2003 unterwegs ist, unter anderem mit Windows Server 2019, dann hier eventuell ein bisschen runtersetzen. Hier haben wir jetzt allerdings nur einen Domain-Controller unter Server 2016, dementsprechend können wir beides hier auf Server 2016 lassen. Hier, wie gesagt, könnte ich eben noch ein bisschen runterstufen, brauche ich allerdings nicht, denn es wird kein älterer Domain-Controller hinzugefügt werden. Hier unten brauchen wir jetzt nochmal das Verzeichnis Wiederherstellungskennwort. Hier auch irgendwas eintragen, was eventuell nicht gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist. Das hier können wir alles so lassen, glaube ich, können wir eh nicht viel ändern. Und klicken einfach nochmal auf Weiter. Das hier können wir ganz gekonnt überspringen, das ist nicht schlimm, passt schon. Einfach mit Weiter bestätigen. Den NetBIOS-Domainnamen können wir entweder ändern oder nicht. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so, klick auf Weiter. Die Pfade können wir an sich auch alles so lassen, außer du hast irgendwelche Gründe, dass du das ändern willst. Ansonsten einfach unten alles mit Weiter bestätigen, dass hier auch das passt. Hier werden jetzt noch einmal die Voraussetzungen geprüft. Wichtig ist auch, hier unten steht es auch schon, wenn Sie auf Installieren klicken, wird der Server am Ende automatisch neu gestartet. Heißt, wenn hier irgendwelche Dienste drauf laufen, die einen Neustart nicht so gut verkraften, die vorher beenden und wenn du das Teil noch als zum Beispiel File-Server oder ähnliches verwendest, einmal den Leuten, die den Server verwenden, Bescheid geben, dass er gleich neu startet. Bekommen wir jetzt hier zwar ein paar Ausrufezeichen angezeigt, aber das Wichtige ist, dass hier oben alle erforderlichen Komponenten wurden erfolgreich überprüft. Können wir hier unten auf Installieren klicken und jetzt dauert es einen kleinen Moment, der Server wird hochgestuft und danach automatisch neu gestartet. So, hier oben steht jetzt, der Server wurde erfolgreich konfiguriert und hier bekommen wir auch schon den Hinweis, dass wir in Kürze abgemeldet werden. Heißt, wir warten jetzt einfach mal kurz ab oder können es ansonsten auch händisch beschleunigen, indem wir den Server hier unten einmal einfach neu starten. Ja, wenn der Neustart dann durchgelaufen ist, was beim ersten Mal relativ lange dauern kann, da hängt der Server relativ lange bei Computereinstellungen werden übernommen. Klicken wir hier unten mal auf andere Benutzer und jetzt sehen wir hier schon Anmelden an CG. Das ist die Domäne, die wir vorher festgelegt haben. Jetzt melden wir uns da einfach mal als Administrator an der Domäne an mit dem Kennwort, das wir vorher auch vergeben haben. Ja, erst einmal anmelden dauert ein bisschen. So, jetzt haben wir hier einen neuen Hintergrund bzw. den Standard-Hintergrund. Wenn wir jetzt auch mal gucken in diese Netzwerkeinstellungen, die wir ja vorher schon angesprochen haben. Wenn wir hier jetzt mal auf die Ethernet-Schnittstelle klicken, dann sehen wir hier, er hat sich selber als DNS-Server eingetragen, darum war das auch, wo ich vorher gesagt habe, wir müssen den nicht eintragen, macht er selber. Warum trägt er sich selber ein? Wir haben vorher gesagt, er wird ein DNS-Server und somit nutzt er sich auch gleichzeitig selber als DNS-Server. Ja, was machen wir jetzt mal? Jetzt gucken wir uns mal an, ob der auch der Domain-Beitritt richtig geklappt hat. Dazu gehen wir einmal in die Systemsteuerung. Ich weiß, das geht über die Einstellungs-App genauso. Systemsteuerung finde ich allerdings übersichtlicher. Hier sehen wir jetzt auch den vollständigen Computernamen dc01.ce.local, also der Domain-Beitritt hat funktioniert. Ja, dann beginnen wir mal mit dem offensichtlichen, nämlich Benutzer anlegen. Wir haben hier unter Windows-Verwaltungsprogramme haben wir jetzt ganz viele neue Dinge. Die gehen wir eventuell in den nächsten Videos, wenn es euch interessiert, lasst gerne mal einen Daumen hoch da, auch mal durch. Was wir als erstes brauchen, ist hier das Active Directory Benutzer und Gruppen.
Das machen wir uns hier mal auf und dann haben wir hier zum Beispiel Bild in die ganzen eigenen Gruppen, die da sind. Was ich immer ganz gerne mache, ich mache hier einen Restklick drauf, neu und lege eine Organisationseinheit an. Die nenne ich in der Regel Benutzer und da kommen meine Benutzer rein. Container vor zufälliger Löschung schützen können wir drin lassen. Klicken wir auf OK, haben hier Benutzer. Und jetzt legen wir einfach mal einen neuen Benutzer an. Das ist dann einer, der sich domainweit anmelden kann. Nennen wir hier einfach mal... ich nenne es nicht so, weil dann kann man es nicht gut unterscheiden. Ich nenne mich einfach jetzt mal Hans Dieter als Benutzername. Da könnt ihr frei wählen. Ihr könnt theoretisch auch sowas hier machen. Das ist der Benutzername, der eingetragen werden muss. Ist eventuell nicht so optimal. Ich nenne es einfach mal H. Dieter ohne Punkt dazwischen. Klick auf Weiter. Gibt ihm hier ein einigermaßen sicheres Kennwort. Den Haken hier nehme ich mal raus. Ich muss es nicht ändern. Konto läuft nie ab, ist immer ganz gut. Und dann weiter. Wenn ihr wollt, dass der Benutzer beim ersten Mal anmelden, wenn es einen neuen Benutzer anlegt, gebt ihm ein Standardkennwort, der muss es sofort ändern. Lasst ihr hier oben den Haken drin, dann wird von Windows direkt gesagt, ey, du musst dein Kennwort ändern. Ich lasse es jetzt mal so, klick auf Weiter und auf Fertigstellen. So, ist der Benutzer hier drin, können wir das mal schließen. Soweit sind wir mit der Domain einrichten sogar schon fertig. Ja, jetzt schalten wir oben auf den Windows 10 Rechner, der da beitreten soll. Der muss als allererstes als DNS-Server den Domain-Controller eingetragen bekommen. Wenn ihr das Ganze über den DHCP-Server macht, könnt ihr machen, einfach darauf achten, dass als DNS-Server der Domain-Controller vergeben wird. Auch hier, ich mache IPv6 mal aus, brauchen wir eh nicht. Das hier können wir lassen. DHCP-Adresse vollkommen in Ordnung. Wir brauchen hier nur als DNS-Server den Domain-Controller. 5.100 haben wir gerade gesagt und dann alternativen DNS-Server lasse ich mal leer. Klick hier auf OK, klick hier auf Schließen und mach das zu. So, jetzt müssen wir noch in die Domain rein. Das geht relativ easy über die Systemsteuerung. Hier System und Sicherheit, System und hier Einstellungen ändern. Ich habe ja vorher gesagt, den Rechnernamen lassen wir so, lasse ich jetzt auch so. Hier klicken wir hier bei unten auf Ändern unter Netzwerk-ID, klicken wir auf Ändern und tragen hier die Domain ein, in der wir beitreten wollen. Wenn man sie nicht verschreibt, würde das wahrscheinlich auch funktionieren. So, klicken wir hier auf OK und hier müssen wir jetzt die Domain Credentials eintragen von dem Benutzer, der zutrittsberechtigt ist. Zutrittsberechtigt ist in der Regel der Administrator, also CG. Ganz wichtig hier, CG, den Domainnamen und ein Backslash und dann Administrator und das entsprechende Kennwort von dem Domain-Admin. Klicken auf OK oder drücken Enter, je nachdem. Und dann haben wir Willkommen in der Domäne cg.local. Klicken auf OK, klicken nochmal auf OK, schließen das alles und klicken auf Jetzt neu starten und starten den Windows 10 Rechner bzw. den Client auch neu. So, ist der Neustart durchgelaufen, schieben wir das hier mal hoch und klicken auch hier unten Andere Benutzer. Und jetzt haben wir hier auch schon Anmelden an CG. Jetzt machen wir hier einfach den Benutzer, den wir gerade angelegt haben, H. Dieter, melden uns mit dem Kennwort ein, werden schon ordentlich erkannt und jetzt wird wie bei einem normalen neu angelegten Nutzer auch erstmal das Benutzerverzeichnis angelegt und Windows soweit vorbereitet. So, wären wir soweit durch, wir sind hier angemeldet als H-Dieter, beziehungsweise wenn wir hier mal draufklicken, hier sehen wir es gar nicht, hier Kontoeinstellungen ändern, dann sehen wir es. Wir sind hier angemeldet als Hans-Dieter unter der Domäne CG. Wir können hier auch einmal in die Systemsteuerung gucken, wenn man sich hier auch nicht verschreiben würde. Gucken wir mal, System und Sicherheit, System, nein, nicht die Defender Firewall, hier auf System möchte ich. Haben wir hier cg.local, cg.local, das ist in Ordnung. Dass wir dem Rechner hier der Domain zugewiesen haben, können wir auch sehen, wenn wir gerade nochmal umschalten auf den Windows Server, der Domain Controller ist. Hier nochmal das Verwaltungstool öffnen. Dann haben wir hier jetzt unter Computer, steht der Rechner hier mit drin. Ja, soviel dazu, wie du unter Windows Server 2016 eine Domain anlegen kannst. Wenn dir das Video geholfen hat, lass einfach mal einen Daumen hoch da und wir sehen uns beim nächsten Teil, wo wir das Ganze dann noch ein bisschen weiter konfigurieren. Und dann sage ich mal, bis dahin und tschüss.